Hallihallo, liebe Mittwochszuhörer. Ich bin's, der Callcenter-Crasher. Heute habe ich Märzschnipsel für euch. 9 Anrufe, für die sich ein eigenes Video nicht lohnt, die aber doch zeigen, mit welchem Menschenschlag wir es hier zu tun haben. Ein kleines Sorry an Callcenter-Abzocke, dessen Spruch ich mir für diese Folge geliehen habe. Wie immer kommt gleich das Intro und danach kommen die seltsamen Anrufe, die teils aufgrund der nuscheligen Aussprache echt kaum zu verstehen waren. Und nun viel Spaß! Jo, Tag! Inspektor, Hallo, schönen guten Tag. Jo, wer ist denn da? Herr Schallregat, Herr Westberg, sind Sie? Wer ist da bitte? Herr Schallregat von der Eishilfe, hören Sie meine Stimme. Sie sprechen sehr undeutlich, ich verstehe Sie leider nicht. Wer sind Sie? Charlie Ricket. Charlie, irgendwas? Charlie, ja, genau. Ja gut, und weswegen rufen Sie an? Ich kontaktiere Sie von der ICF Solution, von der Überweisungsabteilung. Es wurde genau heute Ihre Portfolio Von was rufen Sie an? abgegeben. Sie sprechen sehr undeutlich. Ich verstehe Sie leider nicht. Von was rufen Sie Ich an? komme aus Schweden. Sie kommen aus Schweden. Ich komme aus Schweden. Ja gut, aber Sie Ja. sprechen trotzdem sehr undeutlich, wenn Sie Deutschland anrufen. Wie schade, Herr. Vielleicht 250 oder 500 Euro in Kryptowährung investiert. Bitte Ist das was? deutlich für Sie? Nee. Haben Sie Geld investiert? Wo Auf soll ich... dem Finanzmarkt, Herr. Das geht Sie doch gar nichts an. Ich kenne Sie doch gar nicht. Warum soll ich Ihnen das erzählen? Wie schade, Herr, haben wir eine Blockchain-Konto herausgefunden. Und das bedeutet, Sie mit unlizenzierter Plattform Ich gearbeitet. verstehe Sie. Sie Versuchen Sie werden. doch mal... Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Okay, Herr, Entschuldigung für die Störung. Bleiben Sie kurz auf der Linie. Ja. Ja, bitte. Hello Enterprise, I'm calling back. Bitte. It's Enterprise, I'm calling back. Wer ist da bitte? Oh, sorry. Okay. Hallo? Schönen guten Tag. Guten Tag. Kevin Cox spricht. Ja, Ich hallo. rufe Sie, ja, ich rufe Sie von Jetax Trade an. Bezüglich Ihrer Anmeldung, also Dateneingabe bei unserer Werbung. Welche Firma sind Sie? Jetax Trade. Ja, Und unser und? Projekt heißt ja Bitcoin Buyer. Und eigentlich Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen, aber ich konnte Sie telefonisch nie erreichen. Warum nicht? Deshalb ja versuche ich. Wie? Warum nicht? Sie haben doch Ich habe einfach... Sie für 3 Tage angerufen und nach dem Jahr habe ich ja Warum haben Sie mir nicht auf den aufgehört. Anrufbeantworter gesprochen? Nö, wir haben nie gesprochen. Auf den Anrufbeantworter. Warum haben Sie mir nicht auf den Anrufbeantworter gesprochen? Ja, weiß ich nicht. Haben Sie den Anrufbeantworter denn gehört? Es war seit 5 Monaten her und ich kann Ihnen diese Verstehen Antwort Sie? nicht geben, bitte. Es war 5 Monate her und Sie haben jetzt vor 3 Tagen mich angerufen. Nein, ich habe Sie bei Ihrer Anmeldung am 10. Oktober angerufen, nachdem am 11. Oktober und auch am 12. Oktober. Ja, Oder und ich, Moment mal, Moment mal, Moment, Moment, so dass ich genau bin. Also ja, 10., 11. und 12. Oktober habe ich Sie angerufen und nach dem Jahr aufgehört. ja, deswegen meine Frage, warum haben Sie mir nicht auf den Anrufbeantworter gesprochen? Dann hätten wir das schneller erledigen können. Weil normalerweise unsere Kunden geben keine Rückmeldungen und auch ignorieren diese Sachen. Deshalb ja, habe ich nie
Haben Sie denn meinen Anrufbeantworter abgehört, gehört? Wie gesagt, ich kann... Das war eine klare Frage. Haben Sie meinen Anrufbeantworter gehört? Daran erinnert man sich doch. Ich erinnere mich nicht. Ach so, okay, okay. Sie erinnern sich nicht. Ja, und weswegen genau, rufen Sie an? Sagen. Wie bitte? Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Meine Frage war, nein, weswegen... ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Deswegen sprechen Sie trotzdem schlecht Deutsch. Sie sind kein Deutscher. Kann sein. Ja. Nein. Ja. Ich bin kein Deutscher. Richtig, so. Und weswegen rufen Sie jetzt an? Wegen Ihrer Dateneingabe. Ich konnte Sie nie erreichen, aber diese Frage steht immer noch. Ob Sie interessiert sind, mit uns mitzuarbeiten Ach, oder so. Ach, darum geht es. Dann hätten Sie doch einfach mal fragen können. Ganz einfach. Ja, also Sie haben mir erst Fragen gestellt. Ja, und jetzt habe ich gefragt. Ich benehme mich höflich. Ja, und vor allem reden Sie dauernd dazwischen. Das ist nicht sehr höflich. Sie haben die Frage gestellt. Aber ich habe was Sie fangen schon wieder, Sie fangen schon wieder an, mitten im Satz bei mir dazwischen zu reden. Entschuldigung, aber wir sind nicht interessiert, mit Ihnen mitzuarbeiten. Ich bin auch nicht interessiert, mit Betrügern zu handeln. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ja. Ich spreche gerade mit Herr Harald. Herr Harald? Nö, Harald, ja. Harald ist doch ein Vorname. Ja. Ja, und wir kennen uns nicht. Deswegen bitte mit dem Nachnamen. Rotermund? Richtig, Herr Rotermund bin ich. Ja, das weiß ich. Ja, warum sagen Sie es dann nicht? Was? Warum sagen Sie es dann nicht? Weil ich es nicht möchte. Und nun? Ich habe keine Zeit. Warum rufst du dann an, wenn du keine Zeit hast? Warten Sie, lassen Sie mich. Was soll ich Sie denn lassen? Ja, Sie reden doch gar nicht. Da reden Sie doch. Ja. Jo. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Herr Bergmann, ja? Ja, wer ist denn da? Schön, Sie zu erreichen. Ich bin Daniel Smith, der Mitarbeiter von IC24 Market, wo Sie angemeldet sind und Interesse am Trading online gezeigt haben, ja? Ja, nee, ist mir gar nicht so bewusst. Wie bitte? Das ist mir gar nicht so bewusst. Wo habe ich dann Interesse bekundet? An Online-Trading, Online-Handel. Ja, das stimmt schon. Und welches ist jetzt Ihre Plattform? Ja, unsere Plattform heißt IC24 Market. IC24 Market? Ja. Ja. Wäre mir neu, dass ich die kenne. Ich schaue mal auf Ihre Webseite. Buchstabieren Sie mal Ihre Webseite. Dann schaue ich mal. Dann sehe ich ja, ob ich da schon drauf war. Okay. IC24Market.com Buchstabieren. Unsere Website. Okay, I wie Igor, C wie Cäsar, 24Market.com Buchstabieren. Buchstabieren, bist du ein Alphabet? Du bist ein Alphabet. Ja, bitte. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Georg. Bitte? Vorreiter. Einen schönen guten Tag, Herr Vorreiter. Guten Tag. Grüße Sie, der Janik Winkler spricht hier am Apparat, Mahlzeit. Und ja. Ich rufe Sie an wegen den Online-Investitionen, genauer gesagt um den Handelskonto. Um den Handelskonto? Richtig, mit dem Betrag von 250 Euro, die Sie letztens auch mitbekommen haben. Was bitte habe ich bekommen?
Also wir haben nichts bekommen, aber es ist auch Ihnen auch schon mal mitgeteilt worden. Es geht um den Betrag von 250 € Kontoauflage. Ja, und? Richtig. Deine Zahlung wurde ja, glaube ich, noch nicht getätigt, oder? Ich weiß gar nicht, von welcher Firma rufen Sie überhaupt an? Der Einzahler wurde gemacht, war noch nicht. Von welcher Firma rufen Sie überhaupt an? Ich bin von der Firma, wo Sie als Kunde sind. So, und wo bin ich als Kunde? Sie müssen doch wenigstens Bei Ihren mir. Firmennamen sagen. Jawohl, IC Market. IC Market. Ja. Ja. Der Einzahlen wurde getätigt oder noch nicht? Wie, welche Einzahlung denn? Einzahlung mit dem Minimalbetrag von 250 €, womit Sie bei uns einsteigen können. Ja, und wenn ich nicht eingezahlt habe, bin ich wohl offensichtlich nicht eingestiegen, oder? Richtig, das stimmt aber. Ja. Und deswegen frage ich ja, haben Sie denn Einzahlung gemacht oder haben Sie es noch nicht gemacht? Warum sollte ich einzahlen? Ich weiß über Ihren Laden noch gar nichts. Ich finde, Herr, like, verfickter Hurensohn, Hey, wieso tust du so, als Scammer! würdest du mit Hey, sowas, Scammer! warum, Na, warum Betrüger, tust was du los? so, Lernst du es immer noch nicht? aber wieso tust du so, als würdest du nichts wissen darüber? Ja, ich weiß eine ganze Menge. Ich weiß über euch Du Betrüger sehr viel. verfickter Hurensohn, Ja, du verfickter genau, Hurensohn. ja. Ich fick doch deine Mutter Ja, noch, wie deine denn? Ohne Schwester, Schwanz? deine Wie willst du das denn Tante. machen ohne Schwanz? Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Ah, wirklich? Ja, bist du, ja. Ja, aber was sollst du diese Kommst du Besorgung schon ins verficken wie euren Stottern? Schwanz? Bist du schon am Stottern, Verfickter hä? Hurensohn. Was denn? Kannst du noch was anderes? Ich fick so deine Mutter, Ja, wie bis sie denn? stirbt, du Wie verfickter willst du Hurensohn. das denn machen? Mit meinen 20 cm Schwanz. Ach, mit deinen 2 Millimetern. Mit 2 Millimetern kann man leider nicht ficken. Na, Wie? wir willst du mal Ja, sehen, du dann komm doch verfickter mal Hurensohn. vorbei. Ich schick dir deinen Toten, Mann. Deinen Toten, die im Grab sogar Ah, du gestorben stehst sind. auf Fick ich dir Tote? auch. Ja, richtig. Ich stehe auf Tote. Auf deine Tote. Auf deine. Ach ja, dann komm vorbei, töte mich doch. Komm doch Du vorbei. trotzdem Kind. Aber ich fick dich schon nicht, Mann. Ich bin Ja, nicht wie schuld. denn? Wie denn? Ich ficke nur deine Mutter. Ja, wie denn? Und Du deine hast doch gar Schwester keinen auch. Die tanzt. Schwanz. Komm doch vorbei. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Vorreiter. Andreas Kubinski von Flex FX24. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Schön zu erreichen. Ich rufe Sie an, da ich sehr gerne mit Ihnen über eine Interesse sprechen möchte, die Sie zuletzt gezeigt haben, wegen Roboter Trading, automatisierte Handeln. Ja. Können Sie sich daran erinnern? Ja, ich habe da grundsätzlich Interesse dran, ja. Das war eine Werbung von General One Week. Und ich bin da Das wieder, um sagt Ihnen mir beides zu nichts. helfen. Bitte? Das sagt mir nichts, sagte ich. Alles gut, bin dafür da, um Ihnen weiterzuhelfen mit der Aktivstellung eines Handelskonto bei uns. Das passt es gerade bei Ihnen? Das passt ja. Okay, perfekt. Gut, dann also kann ich Ihnen dann nutzen Sie WhatsApp unter diese Nummer? Das ist eine Festnetzrufnummer. Festnetzrufnummer. Okay, dann würden Sie mir eine, also WhatsApp-Nummer Ich habe kein geben. WhatsApp. Haben Sie kein Warum? WhatsApp? Haben Wozu Sie? brauchen wir denn WhatsApp? Naja, ich wollte Ihnen kurz die Bankdaten zuschicken, deswegen. Per WhatsApp. Ba Ja? Bankdaten per WhatsApp. Ja? WhatsApp ist ja wohl das Unnötigste für Bankgeschäfte überhaupt. Es wundert mich sehr, dass Ihre Firma dann auf WhatsApp zurückgreift. Wieso, denken Sie? Weil WhatsApp abgehört wird, ist nicht datensicher. Okay, dann kann ich Ihnen dann die Bankdaten per E-Mail zuschicken. Ja, erstmal möchte ich, ja, können Sie ja schon mal machen. Okay. Was möchten Sie erst Ja, bezahlen haben? können Sie mir erstmal mal schicken. Okay, perfekt. So, dann ganz kurz bitte. Ich stelle Sie kurz auf Stumm. Herr Vorreiter, eine Frage noch bitte. Mit was für ein Kapital möchten Sie anfangen? Also 250 € oder? Das muss ich Ihnen jetzt gleich beantworten.
Wo Sie noch nichts, Sie haben doch noch gar nichts über Ihre Firma gesagt. Ich weiß über Ihre Firma doch noch gar nichts. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Rotermund? Ja, ist richtig. Guten Tag, ich bin Hans Graf von Finanzmarkt. Ich rufe Sie wegen Ihres Interesses am Finanzmarkt an. Wie ist Ihr Name? Sie. Hans Graf ist mein Name. Graf? Genau, Hans Graf. Ja, gut. Hallo, Herr Graf. Genau. Genau. Und ich rufe Sie wegen Ihres Interesses am Finanzmarkt an. Sie haben auf unserer Werbung angemeldet, dass Sie Online-Handeln anfangen wollen. Stimmt das? Das ist richtig, wobei ich nicht weiß, welches Ihre Webseite ist. Das Sie haben unter Bitcoin Oracle AI angemeldet, korrekt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wann hatte ich mich da angemeldet? Am 7. Februar. Am 7. Februar? Ich glaube, ich schaue mir mal Ihre Webseite an. Dann sehe ich das ja, ob ich da drauf war. Können Sie die mal buchstabieren? Was meinen Sie? Ihre Webseite. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Bolchev? Bitte? Herr Bolchev, ja? Ich verstehe Sie leider nicht, es ist sehr laut bei Ihnen. Manchmal, vielleicht ist es besser jetzt. Ich höre den Hintergrund immer noch sehr laut. Wen möchten Sie denn sprechen? Mein Name ist Monika Lanske. Sie haben sich für unser Projekt angemeldet. Wie ich verstehe, Sie wollten mit uns auf dem Finanzmarkt Geld verdienen. Mit wem möchten Sie denn sprechen? Bitte? Mit wem Sie sprechen möchten? Ich spreche jetzt mit Herr Bolchert, ja? Mit Herr was? Borchert heißt das. Können Sie nicht lesen? Sagen Sie mir bitte, wollten Sie mit uns auf dem Finanzmarkt Geld verdienen? Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Wie gesagt, mein Name ist Monika Lanske. Sie haben sich bei unserer Plattform FTC Group angemeldet. Bei welcher Plattform? Sie nuscheln sehr. Langsam und deutlich sprechen, bitte. FTC Group. FTC Group. Und das ist Ihre Plattform? Ja, genau. Da gehe ich doch mal, muss ich mal schauen, Ihre Webseite. FTC Group. Das war eine Frage. Sie wollen schauen, unsere Plattform oder unsere Website. Oder richtig, FTC, also www.ftcgroup.de oder wie? Ja, richtig. .de. Gut, dann schaue ich das mal nach. So, ftcgroup.de. Sehen Sie, Sie haben sich bei uns angemeldet. FTCgroup.de gibt es so gar nicht. Hören Sie mich oder nicht? Sie ja, hören Sie mich? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo, können Sie mich verstehen? Nein, ich höre Ihnen nicht. Ja. Sie können nicht hallo, hallo, ist da jemand? Ist da jemand, der Deutsch spricht? So, das war's für diesen Mittwoch, diesmal etwas kürzer. Ich hoffe, es hat euch doch ein wenig gefallen. Am Sonntag gibt's ein längeres Video für euch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche, bleibt aufmerksam und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.